Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Diego Map im LS19 bei Cosplay Extrem mit dem Kellerkind. So, zweite Folge, der Mähdrescher fährt, hat da vorne mal wieder ein bisschen was stehen lassen, aber das ist mir momentan egal. Da ist ihm wahrscheinlich wieder der Abfahrer in die Quere gekommen. Aber wir wollen heute schauen, dass wir den nächsten Drescher in Gang bekommen. Auf das nächste Feld. Dazu wieder Maisgebiss ablegen. So, den fahren wir auch wieder selber. So, mal aufklappen. Und nächsten Kurs. Feldarbeit, Feld 13, nee, 14 Meter, 13 Meter hier. So, und das ist Feld 13. Wir sind hier im Südosten und berechne. Das sieht gut aus. Wir können starten. Erster Wegpunkt, Abfahrer einstellen. Da ist Roggen. Gucken, ob wir Schwarz rauskriegen. Ja. Wir kriegen Schwarz raus. So, wir werden jetzt hier das Gleiche machen. Wir werden hier ein Ticken zurück. Kursaufzeichnung beginnen. Hier wieder die zweite Spur nehmen. Speichern. Feld 13. Hof. Den anderen Kurs Lager haben wir schon. Jetzt hier sagen, Kursaufzeichnung beginnen. Und werden ihn auch wieder auf dem Feld aufhören lassen. So, abspeichern. Hof, Feld 13, löschen. Jetzt müssen wir nur schauen, wir haben Drescher abtanken, den Drescher finden. Nehmen wir mal den kleinen, gucken wir, wohin er fährt. Dann brauchen wir natürlich noch Feld 13 Hof.
als erstes. Dann brauchen wir Hoflager und Hoffeld 13. Kampffahrer einstellen. Ist der Rohr in. Oh, jetzt fährt er trotzdem. Okay. Ist wahrscheinlich voll gewesen. So, hier stimmt auch wieder was nicht, oder? Ach ne, das ist er. Och Gottes Willen. Das ist wieder ein Bild für die Götter da drüben. Lassen. Das Problem ist, der John Deere möchte sofort auf seinen sich sofort entleeren und fährt ein Stück weiter vor dem Drescher und mach mal lieber schon, starte schon mal. Ich lasse noch ein bisschen was stehen. So, hier hinten irgendwas stehen geblieben. Ne? Das sieht sauber aus. Okay, das war's dann. Erstmal wieder. Verlassen, löschen. So, der kann dann wieder zum Händler. Lassen, löschen. Hier gucken wir, dass wir hier vorne mal Platz kriegen. Dann brauchen wir nicht immer rumfahren. Den ersten Grubber hier mal wegbekommen. So, der Tank gerade hier ab. Den guten Mohn. Der hat abgetankt. Der Drescher dreht. Das sieht alles gut aus. Der eine fährt, der andere kommt. Gut. Dann holen wir uns mal den Entlauf. Und schauen wir, dass wir die nächsten hier nächsten Sachen zum Hof bekommen. Ach so. Na, das geht ja nicht. Wir müssen ein bisschen genauer ranfahren. So, der nächste bitte. Und auch aktivieren. Hier ist ein Anhänger.
Händlerhof. Und aktivieren. Der ist am Abtanken. Abfallen lassen. Löschen. Den werden wir ja auch für das Roggenfeld gebrauchen. Ich werde den erstmal hier an der Seite parken. Hoffen, dass die Fehlermeldungen gleich weggehen. Kommen immer noch welche dazu. Müssen wir hier mal eben rausnehmen. Wie gesagt, eigentlich kann Cosplay rückwärts. Sorry, aber ich werde den jetzt erstmal hier wieder draufsetzen. Ich werde mich dann um den kümmern hier entlassen. Das war jetzt auch nicht mit vorwärts, rückwärts irgendwas. Irgendwie will Cursplay irgendwie was rückwärts fahren. Nur man weiß bis heute nicht, was Cursplay macht. Ist natürlich blöd, weil wir müssen hier den Kurs nochmal löschen. Wir werden jetzt nochmal sagen, Feld 14 Hof. Hoflager und einstellen. Sollte sich das geben, und dann werden wir den Kurs dann vielleicht nochmal verlassen. Als Abfahrkurs die drei zusammen dann. Dann haben wir da nur einen Kurs. Wenn sowas passiert, dann brauchen wir nicht immer drei suchen. So, der nächste am Hof. Aus, der läuft. Fahren lassen. Was hängt hier an dieser Viertelbahn, die der Drescher hier machen muss? Nehme ich den hier mal raus. Setzen hier mal daneben. Sollte jetzt warten, bis Füllstand erreicht. Und wir können dich doch eigentlich jetzt wieder anschmeißen und Abfahrer einstellen, oder? Sollte jetzt funktionieren, dann kümmern wir uns mal weiter. Entlassen, löschen. Dass wir hier die Anhänger
zum Hof kriegen. Ich werde die mal hier vorne parken. So. Dann können wir Hofhändler. Sag mir, wann du da bist. Du bist da. Löschen. Und weiter geht's. So, nach vorwärts. Kurs Händlerhof. Einfinden. So, wir können hier aber mal schauen. Wir haben ja schon einige Kurse. Wie wir die speichern. Wir haben einmal Feld 13 speichern. Feld 14 speichern. Dann haben wir Hof zum Feld Kurse. So, wir werden den nochmal laden und neu abspeichern. Das war Hof Feld 14. So. Dann können wir den nämlich löschen. So, dann haben wir die beiden Kurse schon. Hof zum Feld. 13, 14, schon weg. Dann können wir den Kurs auch nochmal dazu tun. So, dann haben wir Feld 13 Kurse. Einmal. Und das Feld 14 Hof Kurs. So, was wir nicht gemacht haben. Wir haben die beiden Drescherkurse noch nicht abgespeichert. Müssen wir gleich mal sofort machen. Gehen wir über die Karte. So, wir haben da unten angefangen, Südwesten. Wir haben jetzt hier also Feld 14. Drescher 13 Meter Südwesten. Speichern. Das dauert einen Moment, weil es sind ja ein paar Punkte. So. Er ist voll. Und hier unten passiert auch wieder irgendwas. Dann springe ich auch mal wieder Richtung Drescher. Hier hat er den wohl auch an der Seite gedrückt. Lass mir mal die Kurse anzeichnen. Und werde ihn hier jetzt hier einfach nochmal draufsetzen. Den Strohschwart, den werden wir da auch nicht wegbekommen, aber das ist mir jetzt, weil der Abfahrer hat den Drescher immer wieder weiter weggedrückt, dass dann der Kurs zusammenkam. So. Jetzt sollte er hier aber sich wenden und
wie gesagt, solche Sachen wird es immer wieder geben. Ich glaube, die solche Sachen gab es auch im LS17 immer mal wieder. So, jetzt haben wir nur noch Händlerhof, hier ein bisschen weniger. Probieren. Und lassen, löschen. Ja, der Drescher wartet noch auf den Abfahrer. Ich sollte erstmal den John Deere da wegnehmen. Müssen wir einmal tauschen. Du kannst jetzt mal zum Händler wieder zurück. Und der kommt nicht, weil... mal was anderes schauen. Wenn ich den Abfahrer sage, es gab doch Fruchtunfall. Wenn ich jetzt Fruchtunfall, müssen wir einfach rausnehmen. Ist, glaube ich, einfacher. So, wir nehmen auch hier. Dann wartet er nicht. Lassen. Löschen. So, hier rückwärts zurück. Und wieder zurück zum Händler. Schon wieder er. Wir müssen mal gucken mit dem Abstand. Was macht er jetzt da? Drescher sagt, ich soll anhalten. Gut. Hätte er das mal eher gesagt? Können wir den Dresch, den Abfahrer hier, was sagen? Ja, wir müssen nur weit genug weg. Jetzt schauen wir mal das. Wie sich das jetzt auswirkt.
Nehmen wir ein bisschen anders rüber. Aber das ist ja nicht der... Geräteabsatz, Bahnversatz. Lade, Entlade, Versatz seitlich. Oder muss ich doch in den Abfahrer rein? Na, da habe ich aber nichts. Also Widerruf Händler, Abfahrt einstellen. Sie gehen A, entlassen, löschen. Ich hatte den anderen Kurs nicht rausgelöscht, deswegen ist er diese Kurve gefahren. Also nochmal. Entlauf. So, wie sieht's hier aus? Hier klappt es eigentlich ganz gut. Der seitliche Abstand. Aber das müsste doch hier genauso gut funktionieren. Ist ja nichts anderes. Ich ruf mal. Jetzt nicht so viel. Dann müssen wir unten mit Lade, Entlade, Versatz arbeiten. Vielleicht hilft das mehr. Lassen, löschen. Rufhändler können wir schon mal reinnehmen. Aktiviert. Können wir den mal hier rückwärts ansetzen. So, das läuft, das läuft. Du bist wieder zu langsam. Hier stehen auch noch Sachen. Da ist der andere Abfahrer mit Mo. Und ja. Oh nein, nicht. Hm.
Nein, nicht aus rückwärts. So. Der ist jetzt bei der Verladung der Drescher, das kann ich mir gut vorstellen. Können wir auch bestimmt sehen, jawohl. So, liebe Leute, das war's auch schon wieder von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet nächstes Mal wieder rein hier auf der John Degio Map mit Cosplay Extrem mit dem Kellerkind. Ciao, ciao.